Leider gab es von Dishonored 2 nicht so viel zu sehen wie von den anderen Spielen, aber das, was man gesehen hat, sah ziemlich cool aus. Man muss aber sagen, es war ein Render-Trailer, also kein tatsächliches Gameplay. Trotzdem, das Art-Design sieht jetzt schon sehr, sehr cool aus. Sehr, sehr cooles Steampunk-Setting. Was mir am meisten gefallen hat, ist, dass es eine zweite Hauptfigur gibt, eine weibliche Hauptfigur, die man von Anfang an wählen kann. Also es scheint zwei verschiedene Arten zu geben, das Spiel durchzuspielen, zu verschiedene Kampagnen. Und es wurde auch wieder angesagt, man kann das ganze Spiel durchspielen, ohne jemanden zu killen. Das finde ich immer super und deshalb bin ich ziemlich begeistert davon, jetzt auf dem jetzigen Stand, wie Dishonored 2 jetzt schon aussieht.